Heute vom Advanced Control Waffeleisen lecker Kartoffelrösti mit Lachs und Kräutercreme. Für unseren Rösti brauchen wir 4 oder 5 Kartoffeln. Den Sparschäler sparen wir uns. Die schön gewaschene Kartoffel kann mit Schale gerieben werden und bringt so ein tolles Aroma auf den Teller. Dann vermengen wir die Kartoffelmasse mit Salz und Pfeffer. Wer möchte, kann gerne Muskat oder Paprikapulver addieren. Ab ins Waffeleisen. Gut verteilen und schön festdrücken. Ein wenig Butter obendrauf. Wer die Waffeln vielleicht vegan oder laktosefrei haben möchte, kann natürlich auch hier zu Oliven- oder Rapsöl greifen. Durch den Druck, der entsteht, wenn man den Verschlussriegel schließt, werden die Röstis schön knusprig und kompakt. Bereiten wir unsere Kräutercreme zu. Petersilie, Thymian, Rosmarin, Hacken mit Creme Fraiche, Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft vermengen. Fertig. Waffeleisen auf und die knusprig saftigen Rösti-Waffeln rausnehmen. Auf einen Teller packen mit Lachs, Kräutercreme fraiche, frischen Kräutern oder was auch immer ihr lecker findet, garnieren. Lasst es euch schmecken!